ohne zerschlagen. Die Kiste enthält 3 Bomben. Oh. Ah, du Grande, Granaten, das Hindernis will ich sehen, dass es nun noch wagt, dem Don zu widerstehen. Aber mehr gibt es daran nicht, nein. Der Don schüttelt den Kopf. Zur Erinnerung daran lagen einmal Bomben. Lagen. Sorry. Baum sprengen. Wir speichern, bevor wir das versuchen. Oh yeah, friss das, elendes Eichhörnchen. So, damit haben wir noch einen Schlüssel. Öffnet ein ganz bestimmtes Schloss. Und ich weiß auch schon welches. Und zwar... war hier nicht noch irgendwo eine Truhe? Mir schien so. Mir schien so. Oder auch nicht. Moment, dort ist noch... Ja. Dort ist noch ein Busch. Oh, nichts. Schade. Oh, ein Wölfchen. Ach, wir wissen sowieso, wie wir ihn besiegen müssen. Oder können. Nichts muss, alles können. Aha! Wieder einmal 60 Erfahrungspunkte und ein tolles Wolfsfell. Sehr schön. Also wir haben jetzt einen Schlüssel. Oh! Hier, spring mal über den gähnenden, tödlichen Abgrund. Danke! Hier gibt es nichts weiter. Vielleicht können wir den Schlüssel auf oder im nächsten Gebiet einsetzen. Aha. Hier ist erstmal Schluss. Dann geht es wohl im Süden weiter. Fein, fein. Wölfchen! Ach, den werde ich auf herkömmliche Weise erledigen. Oder auch nicht. Der Wolf hat eine Parade eingesetzt. Okay. Wie auch immer man sich diese Parade vorstellen kann. Bomben haben. Moment, wenn wir noch 3 Bomben haben, bedeutet das, wir haben den Baum noch nicht gesprengt. In diesem Spielstand. Ich mag die Lache. So, hier gibt es ansonsten nichts weiter. Nein. Ach. Sieh mal einer Schau. Da haben wir das letzte Mal vor Äonen gespeichert. Okay. Da Herr Nando nur ein Herz hat, werden wir die sichere Variante nehmen. So. Hier haben wir ansonsten schon alles erledigt, nehme ich an. Wolfsfell... Moment. Wir können vielleicht den Felsen im vorherigen Gebiet wegsprengen. Speichern nochmal. Jawohl. Boom. Guter Mann, ihr seid befreit. Die Sperre ist weg. Oh, vielen, vielen Dank. Ich bin wieder frei. Aber wenn ich daran denke, wenn ich das überhaupt zu verdanken habe, wem ich das überhaupt zu verdanken habe, überkommt mich der fürchterliche Grimm. Die selbst? Hey, aber was redet ihr da, Don? Ich meine natürlich die Schafsräuber. Oh, diese verdammten, er vergibt mir, Wölfe, wenn ich sie verabscheue. Mein Hass ist sogar größer als mein Geiz. Ich würde jedem, der mir 5 Wolfsfälle bringt, 100 Goldstücke zahlen. Wie viel haben wir denn? 4, uns fehlt also noch ein Wolfsfell. Und wir wissen ganz genau, wo der letzte vermaledeite Wolf ist. Hey, die Hörner der anderen Schafe wurden wegeditiert. Cool.
Alles klar. Haben wir hier sonst alles erledigt, was es zu erledigen gilt? Ich bin der Meinung, der Don schüttelt den Kopf, aber ich sage ja, wir haben alles an dieser Stelle erledigt, was es zu erledigen gibt. So, Cappuccino ist gleich alle. Schrecklich. Eine schreckliche Tragödie. Ach, so. Nom nom nom. So, noch einmal speichern. Und wir holen uns jetzt das letzte Wolfsfell. Hallöchen, du bist mein. Und wir gehen auf Nummer sicher. Tschüss, kleiner Maulwurf, tut mir leid. Jetzt bist du zwar tot, aber dafür der Wolf auch. Du wärst sowieso irgendwann gestorben. Backtracking, es ist wie in Metroid. Nein, nicht wirklich. So, damit wären wir... damit hätten wir 5 Wolfsfälle. Und wären beim Schäfer. Hier, guter Mann. Ha, ja, das sieht nach 5 Wölfen aus, denen der Pelz über die Ohren gezogen wurde. Da gebe ich gern die versprochene Belohnung. 100 Goldstücke wandern in die Heldenbörse. Nein, mein Rachenwurst kennt dann doch eine Grenze. Meine Geldbörse, mehr Wolfsfälle kaufe ich nicht an. Dennoch, wir haben ein wunderbares Schnäppchen geschlagen. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Wölfe treffen, aber die Fälle womöglich zu niedrigeren Preisen loswerden. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Soweit wie wir jetzt sind. Die Brücke zur Rechten bereitet mir Sorgen, daher werden wir unseren Don voll aufhalten. Okay. Oh, Flaschenpost. Okay. Ja, wusste ich's doch. Ich hätte speichern sollen. Haha, wer kommt denn da? Sollen die anderen euch ruhig auf der Straße suchen? Ich hol mir die Prämie lieber ganz für mich allein. Blablabla. Speichern. So, jetzt können wir uns den Kampf stellen. Und wir suchen jetzt zuerst einmal nach einer Lösung. Also Stein. Stein ist immer gut. Nein, das war schon mal falsch. Ach, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Aber gut. Oh, 5 Herzen hat der gute Mann. Mehr oder weniger gute Mann. Was ist das hier? Okay. Das Schaf wird gleich verschlungen werden. Nein, hier können wir nichts machen. Mit dem Knüppel habe ich schon ganz andere Klein gekriegt. Watsch nur ab. Die Kommentare zwischendurch sind auch prima. Wirklich? Ja. Instant tot. Ah, herrlich. Ich hätte es mir denken können. So. Versuchen wir es weiter. Pedro. Okay, er hat gerade irgendwas aus dem Gras. Er hat Gras gepflückt. Ja, genau. So. Schaf von vorne füttern? Ja, nö, nicht so wirklich. Okay, wie wär's mit... Oh nein, nicht das Eichhörnchen! Verdammte Eichhörnchen. Mit dem Knüppel, bla bla. Okay, was können wir sonst tun? Gibt's einen Stein? Nö, bringt auch nichts. Vielleicht haben wir das Rätsel auch schon verkackt. Könnte gut sein. Wir können hier sonst nichts weiter tun, das ist das Problem. Vielleicht das Schaf vorher füttern. Ich probier's einfach. So, neuer Versuch. Pedro, also Gras. Stein aufheben lieber nicht. Vielleicht jetzt füttern. Ah ja. Das war kontraproduktiv.
Weiter daran traue ich mich nicht. Mhm. Okay. Mit dem Stein ist also auch wirklich nichts. Vielleicht müssen wir den schurkischen Schurken auch so besiegen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, scharf fesseln. Mit den Wurzeln. Verdammtes Unkraut. Ach, die Rüstung schon. Ach, das war jetzt ein anderer Spruch. Dir werde ich die Rüstung schon ordentlich vermöbeln, oder was auch immer meinte. Nochmal an diesem Wurzelstrang? Nein. Scharf füttern ging auch nicht. Von oben vielleicht? Nein. Was? Funktioniert auch nicht so wirklich. Ups. Ach, egal. Wir machen ihn so fertig. Den erledigen wir so auf die gute alte Art. Auf die Männermethode. Ach, ordentlich verbeulen die Rüstung. Ha, ich glaube nicht. Mein Freund. Erstmal voll in die Eier. Und damit wäre er erledigt. Der Feind sinkt in den Staub und wir ritzen ihm ein Haar in den Brustkorb. Haar wie Hernando. So, eine einzige Heilung. Ah, wahrscheinlich. Womöglich sucht jemand nach roten Kopftüchern der Banditen. Ich habe das noch so in Erinnerung. Der kleine Pokal des Fechtkampfes dem Führer der Erwartungsholdenklinge, die bereits drei Kontrahenten unverzagt und voll heiterer Tatenlust wirbelflink durchstach. Achievement unlocked. Das ist Gold, Gold, das können wir verkaufen. Okay. Uiuiui. Dieser Stecken lehnt nicht umsonst am Bildrand. Oh nein, das Bild kippt um. So. Ach ja, Moment. So, jetzt kommen wir weiter. Wo geht's wirklich weiter? Hier wahrscheinlich. Da lang ist es nicht mehr weit bis zu einem abgeschiedenen Dorf. Ich will immer abgeschissenes Dorf lesen. Aha. Ich will zu dieser Flaschenpost. Ach ja, Moment. Wir haben den Stecken und mit diesem Stecken können wir jetzt wahrscheinlich die Flasche rausholen. Oder locker machen. Mhm. Na, wenn das mal etwas gebracht hat. Aha. Dann schnetzeln wir uns erstmal den Weg frei. Oder vielmehr gärtnern ihn uns frei. Ah. Nein, nein. Hernando kann nicht schwimmen. Oh, keine weiteren Schätze. Enttäuschend. Ein schneller Schwimmer. Der See enthielt eine Flaschenpost. Inventar. Mhm. Hier ist auch nichts weiter. Nein. Nun gut, dann wieder ein trockenes Land. Brrr. Hole dir keinen Schnupfen, kleiner Pedro. Ah, Gold. 10 Goldmünzen. Und ansonsten können wir hier nichts weiter unternehmen, nehme ich an. Flaschenpost, eine Botschaft in einer Flasche.